Da ist SpongeBob! Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt. In der heutigen Folge werden wir spielen SpongeBob Slender Panties, Pants. Und was macht Mr. Krabs da? Wir können uns hier umdrehen, okay? Wir können auch gleich auch schon direkt anfangen zu spielen. Normal Mode, würde ich sagen. Falls ihr mal sehen wollt, wie ich den anderen Mode spiele, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und falls ihr weitere Vorschläge habt für weitere Spiele, die ich spielen könnte, in Angegruselt unten in die Kommentare rein. Im Übrigen hat es in der letzten Folge irgendwer vorgeschlagen, dass ich den Hintergrund ein bisschen verdunkeln soll. Habe ich diesmal getan. Ich habe die Gardinen zugezogen. Oh, ein Krabbenburger. Die müssen wir in diesem Spiel sammeln, habe ich gehört bzw. gesehen. Nom 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 nom. Also dunkler bekomme ich es nicht hin, es sei denn, ich nehme später auf. Aber das ist in den Ferien wieder möglich. Bald sind ja Ferien. Also von daher, im Übrigen, dann ist es ja auch nicht ganz so schlimm. Wir können ja ein bisschen über SpongeBob labern. Ich habe seit Ewigkeiten keinen SpongeBob mehr geguckt. Mir fehlt momentan die Zeit dazu und ich gucke im Allgemeinen momentan überhaupt kein Fernsehen mehr. Finde ich ein bisschen schade, aber nun ja, kann man nichts machen. Ich finde, im Fernsehen läuft sowieso momentan nichts besonders Berauschendes. Es läuft nur in 30 Frames bei mir. Am Anfang lief es bei 60. Bald ist mein neuer Prozessor da. Dann wird es funktionieren in 60 Frames. Denk mal, momentaniger Prozessor, der hat nur zwei Kerne, also von daher. Ich habe dieses Spiel bei Marco Player gesehen, wenn er es hochgeladen hat, ich glaube vor ein, zwei Jahren. Und der Manager hat es vorgeschlagen, dass ich es mal spielen sollte. Im Übrigen, bei Corrupted habe ich es auch gesehen und ich fand das Spiel einfach nur mega geil. Weil das hier Slenderman ist, nur mit SpongeBob-Charakteren. Ich glaube, hier entfernen wir uns aus der Stage. Einen Krabbenburger haben wir gefunden von 8. Gleiches Prinzip wie bei Slender, wir müssen hier Krabbenburger finden anstatt Zettel und davon auch 8 Stück. Und wer uns hier verfolgen kann, ist SpongeBob. Irgendwie glaube ich, dass dieses Spiel meine Kindheit zerstören wird, aber da ist SpongeBob! Kennt ihr die Folge? Ich kenne die. Was ist in der Folge nochmal passiert? Ich glaube, SpongeBob und Patrick waren da sozusagen Polizisten und da ist vorhin was aufgeflackert. Wir werden da einfach mal hinlaufen. Ich weiß nicht, ob unsere Batterieladung unendlich halten wird. Ich hoffe, ja. Aber in Slenderman haben wir gesehen, was draus wurde. Ich dachte, es hält ewig, aber am Ende war es doch nicht so und ist ein bisschen traurig. Okay, ich glaube, es war nur eine Störung. Okay, er verfolgt uns immer noch. Er verfolgt uns immer noch. Aber er ist gerade stehen geblieben, oder? Oh, okay. Du bist auch da, SpongeBob. Das bereitet mir noch eine Freude. Nicht. Ich bin in Slender-Spielen immer so schlecht. Ich glaube, das habt ihr bei Angegruselt gesehen. Im letzten Slender. Also das Slender-Spiel habe ich ja auch schon mal in Angegruselt gespielt. Slenderman The 8 Pages. Und ich habe da auch nur 2-3 Seiten gefunden. Habe ich echt null Orientierungssinn in solchen Spielen. Alter, die Taschenlampe ist echt hell. Wir einfach mal einen Weg lang gehen. Wenn man Wege entlang geht in solchen Spielen, ist es eigentlich immer gut. Verfolgt er uns immer noch? Das gibt's doch gar nicht! Oh Mann, ich kriege immer so Panik, wenn er da steht. Aber wieso bleibt er denn stehen? Verstehe ich nicht. Okay, in der Brücke sind wir hergelaufen, also gehen wir jetzt die andere Richtung entlang. Ich hoffe, dass wir, wenn wir den Weg lang gehen, einiges finden. Im Gegensatz zum Wald. So. Okay. Wieso bleibt er denn stehen, was ich nicht verstehe? Okay. Also wenn wir den Hard Mode spielen, wäre wahrscheinlich... Ja, ich kann nicht mehr rennen, das ist das Problem. Ich kann nicht mehr rennen, SpongeBob. Und ich habe nur einen Krabbenburger. Komm. SpongeBob, geh weg. Du bist mein Kindheitsheld, einer meiner Kindheitshelden, aber trotzdem darfst du mich nicht einfach so erschrecken. Rechts, okay, geradeaus. Mal gucken, was wir uns jetzt begegnen. Irgendwas Gutes muss uns begegnen. Komm, Krabbenburger, immer den Weg entlang gehen, jetzt Länder spielen, das habe ich jetzt gelernt. Ist er noch hinter uns? Ja, ist er! Hä, wieso sterben wir denn nicht? Das verstehe ich nicht.
Ich sprinte die ganze Zeit, aber es fällt irgendwie nicht mehr auf. Na gut. Ich frag mich, was für eine Ausdauer wir haben. Oh ne, wir sind im Kreis gelaufen, ne? Na super. Dann werden wir einfach mal hier den Weg entlang gehen und gucken, was uns so erwartet. Ich hoffe, SpongeBob... Na komm schon! Das darf doch nicht wahr sein! Wieso bringt er uns nicht um, was ich nicht verstehe? Jedes Mal, wenn wir uns umdrehen, ist er direkt hinter uns. Das heißt, wir dürfen nicht lange stehen bleiben. Er verfolgt uns andauernd. Gut zu wissen. Also, in Slender-Spielen merke ich mir jetzt immer den Wegen entlang gehen, weil hier meistens Burger sind, oder? In diesem Fall... Ja, beziehungsweise immer Zettel sind und in diesem Fall Krabbenburger. Okay. Er ist immer noch da. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich geil gemacht. Ich feiere das. Ich feiere das. Normalerweise in Angegruselt kann man gruselige Spiele spielen, aber ich bin auch der Fan von solchen lustigen Games. Ach, hier waren wir schon, ne? Suppi. Wirklich, suppi. Also, falls ihr auch irgendwelche gruseligen Spiele kennt oder solche lustigen, schreibt es in die Kommentare rein. Am besten mit Download-Link oder schickt mir einfach einen Link von größeren, die das Let's Played haben. Und dann werde ich mal schauen, was ich machen kann. Oh, weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Okay, hier lang. Hier sind wir, glaube ich, noch nicht lang gegangen. Wobei das hier alles gleich aussieht, relativ gleich. Ah! SpongeBob, geh weg! Ich mag dich nicht. Okay. Gruselig ist das jetzt nicht, aber ich spiele auch am Tag, muss man zugeben. Baum, okay. SpongeBob. Okay, ist auch mal am Start. Da lang. Ah, ah. Ich muss mehr Slender-Spiele spielen, weil ich echt schlecht hier drin bin, merke ich gerade. Aber es kann doch nicht sein, dass er die ganze Zeit hinter uns her ist. Ich meine, irgendwann... Den kann man aber leicht austricksen, was? Er ist weg. Das heißt nichts Gutes, wenn SpongeBob verschwunden ist, wenn er die ganze Zeit hinter uns war. Vielleicht erwartet uns ein Jumpscare. Wäre auch mal was Nices. Ich feiere das Spiel. Downloadet es euch doch auch unten in der Beschreibung. Ist der Download-Link. Ist kostenlos. Ich teste ja meistens kostenlose Horror-Games. Okay, bis da. War er am Schweben? Der war doch am Schweben. Der war wirklich am Schweben. Ich werde mal wegcutten, wie ich die anderen Burger suche. Bis gleich. Okay, SpongeBob ist immer noch da. Uiuiuiuiui. Die Musik ist aber wirklich gut, muss man sagen. Aber ich finde die einfach den See entlang. Vielleicht sind die irgendwo... Okay. Da habe ich SpongeBobs Arm gesehen. Können wir schwimmen? Jo. Ist ja geil. Kann man springen? Ne. Sieht nicht so aus. Ich werde nochmal was wegcutten. Bis wir irgendwann einen Burger finden. Okay, wir haben wieder einen Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob das ein Weg ist, wo wir schon lang gegangen sind, aber auf jeden Fall bin ich schon etwas weit aus der Stage rausgegangen, deswegen werde ich dem Weg einfach mal folgen, aber sobald wir ein Auto oder sowas sehen, wissen wir ja, dass wir da schon waren. Ich frag mich, wer hier Auto gefahren ist. Aber waren wir hier schon am Stein? Ich glaube, hier haben wir angefangen, oder? Sieht aus wie irgendwie wie Thaddäus, ne? Ein bisschen muss man schon zugeben, dass es wie Thaddäus aussieht. Kratsch, kratsch. SpongeBob, okay. Ich bin so ein Noob. Ich weiß nur, dass er hinter mir ist. Wieso schreie ich mich dann? Weil die ganze Zeit dieses Wii-U kommt. Das ist ja aus dieser einen Folge, wo die beiden Polizisten waren und sich dann so erschreckt haben oder... Weiß ich nicht, was da passiert. Ah, ich überlege gerade, was in der Folge passiert. Ich habe Ewigkeiten kein SpongeBob mehr geguckt. Yo, Kinder, seid ihr bereit? Geh mal weg, SpongeBob. Okay, Schwierigkeitsgrad vom normalen Mode, muss man sagen, ist echt pussyhaft. Aber ich weiß echt nicht, wo diese Burger sein sollen. Ich weiß auch nicht, ob es ein Zufallsgenerator ist, wo die sind. Ich habe mich echt nicht mit dem Spiel erkundigt. Ich habe es nur kurz mal bei Corrupted und Markiplier gesehen. Und deswegen habe ich gedacht, spielen wir es auch mal. Okay, hier sind wir wieder an diesen... Oh, falscher Knopf. Ups. Ups, 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 ups. Hier sind wir... Was ist das? Da liegt doch ein Burger. Geh weg, Spot... Ah, Mist! Ah! You're recorded by Slender Pants. Slender Pants to Atrapo. Schade, muss ich sagen. Gerade hat es wirklich viel Spaß gemacht, wenn ihr mal wollt, dass ich sowas im Stream spiele. Ich versuche gerade für Streams schon ganz viele Spiele zu sammeln, damit wir auch Spielmaterial haben. Ich habe gemerkt, dass beim letzten Stream Spiele gefehlt haben. Deswegen, das Spiel werde ich auf dem PC behalten.
Aber wir wissen jetzt, dass wir nicht so lange gegen SpongeBob laufen dürfen. Er ist die ganze Zeit hinter uns. Wir müssen immer laufen. Und ich habe einen Burger gefunden, den ich am Anfang übersehen habe. Dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Angegrusel-Folge. Falls ihr weitere Spiele kennt, schreibt mir unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, sagt der Ölster Thomas. Ciao.